Ich bin der Sam Antamatten aus Zermatt. Das Ziel des Projekts ist, zu zeigen, was wir vor der Bord haben. Darum sind wir in verschiedenen kleinen Orten in der Schweiz freireiten, um neue Abfahrten zu machen, neue Berge zu sehen, aber auch die Mentalitäten der Menschen. Ich bin aufgewachsen hier in Zermatt und die Berge hier in Zermatt, das war wirklich so ein bisschen mein Kinderspielplatz und auch jetzt der Erwachsenenspielplatz. Ja, sicher, speziell an Zermatt ist der grosse Höhenunterschied von 3800 bis auf 1600 Meter, wo du das ganze Jahr eigentlich Ski fahren kannst. Zermatt ist für mich eigentlich der perfekte Ort für einen kompletten Skifahrer zu sein. Ich kann wirklich am Anfang des Winters eher in tieferen Regionen fahren und nachher, wenn es Richtung Ende Winter geht, kann ich auf den 4000er mich austoben und das ist eigentlich genial. Ja, als erstes realisiert man das glaube ich nicht so, dass man eigentlich genau das vor der Port hat, was einmalig ist auf der Welt. Und durch das, dass ich viel am Reisen war, habe ich gemerkt, dass ich gar nicht so weit gehen muss. Wenn die Verhältnisse gut sind, dann haben wir eigentlich das Paradies hier in der Schweiz. Warum dass ich viele neue Gebiete anschauen will, ist eigentlich auch, für neue Abfahrten zu machen, neue Berge zu sehen, Verhältnisse kennenzulernen, aber auch die Mentalitäten der Menschen. Also das ganze Drum und Dran ist so eine Suche nach neuen Erfahrungen. Ja. Ganz klar, für das Skifahren muss man nicht um die halbe Welt reisen, wenn man im Land lebt, wo das Skifahren so viel Tradition hat und so gut ist. Also in der Schweiz haben wir so viele sensationelle, auch kleine Skigebiete. Ja, das Spezielle an einem kleinen, unbekannten Gebiet ist sicher immer wieder, dass es eine Überraschung ist. Darum suche ich jetzt explizit auf diesem Niveau Skigebiete, wo ich neue Abfahrten machen kann. Wir haben so viele kleine Skigebiete in den Alpen, die Potenzial haben und wo man sich freier bewegen kann. Ich kann eigentlich in der Schweiz umeinander reisen und auswählen zwischen 50 verschiedenen Skigebieten, die mir genauso viele Spielräume geben. Nur ist es vor der Hausbord und das ist der grosse Unterschied. Darum sind wir in Zermatt gestartet und haben verschiedene kleine Orte in der Schweiz gezeigt. Alles in allem war es ein super Erlebnis und ich freue mich, weitere neue Orte zu entdecken.